gerne gleich hochkommen. Die Frau Hütter hat es vorhin so schön gesagt in ihrem Vortrag, wenn es um Zeit und Ressourcen geht, das wird in unserer Gesellschaft in Geld umgerechnet. Und das ist der Grund, warum wir jetzt sehr gespannt sind auf das, was Sie sagen werden in Ihrem Vortrag. Es geht um den Fonds zur digitalen Entwicklung des Kulturbereichs. Kultursenator Klaus Lederer, aus Ihrem Etat kommt das Geld, deswegen gebe ich weiter an Sie. Aber man muss anschalten. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe digital affine Kunstschaffende bzw. kulturaffine Digital Natives, ich bin sehr froh, dass ich Sie und euch heute hier wieder zur zweiten Konferenz Kultur Digital begrüßen darf. Und es tut mir leid, dass ich jetzt erst kommen konnte. Wir haben schon gerade festgestellt, im nächsten Jahr müssen wir das mal irgendwie so organisieren, dass ich von Anfang an dabei sein kann. Da ist dann auch nicht 30 Jahre friedliche Revolution. Und da wir ja Doppelhaushalte machen, hoffentlich auch keine Haushaltsberatung. Genau weiß man das natürlich nie, aber ich nehme mir das jetzt mal fest vor. Und ich freue mich, dass die zweite Konferenz hier stattfinden kann und dass wir das gemeinsam mit unserem operativen Partner, der Technologiestiftung Berlin, machen und will mich einfach auch mal bedanken für die ja doch sehr unkomplizierte und gute Kooperation, Nico, mit dir und deinem Team. Das ist ganz großartig. Herzlichen Dank. So, jetzt kommt die erste Feststellung, dass es erstens anders kommt und zweitens, als man denkt. Ursprünglich war ja die Konferenz des vergangenen Jahres eher so ein Bestandteil des Beteiligungsverfahrens zur Etablierung, zur Entwicklung der entsprechenden Förderrichtlinie unseres Fonds zur digitalen Entwicklung im Kulturbereich. Und es hat sich entwickelt, offenbar nicht nur als Teil eines Beteiligungsverfahrens, das ja notgedrungen auch irgendwann abgeschlossen ist, sondern es scheint mir inzwischen sowas zu sein wie eine Plattform für die Vernetzung digital interessierter Kunst- und Kulturschaffender. Und wenn sich sowas bewährt und es zweimal gut geklappt hat, dann soll man es eigentlich auch ein drittes Mal mindestens machen. Also ich gehe fest davon aus, dass wir auch im kommenden Jahr mit dieser Konferenz weitermachen und vielleicht verstetigen wir die auch einfach. Die Stadt hätte es nötig. Die zweite Feststellung von Innovationsfonds, das ist im vergangenen Jahr oft hier in den Mündern geführt worden, sprechen wir 2019 aus gutem Grunde nicht mehr. Denn unsere Aufgabe ist es nicht, mit einem Fonds einmal den kreativen Urknall zu fördern, sondern unsere Aufgabe ist es, den Rahmen zu liefern, in dem viele digitale Urknalle möglich, kreative Urknalle möglich sind. Das heißt also Sicherheit, Strukturen, Hilfe zur Selbstermächtigung, Hilfe zur Teilhabe, Hilfe, um Zugänge zu schaffen. Also wenn wir mehr Menschen erreichen wollen, mehr Menschen die Herzen öffnen, mehr Interesse wecken, Leidenschaften auch bei den Menschen, die bisher keinen Zugang zur Kultur hatten, dann muss das neben den Effekten und digitalen Wundern ganz klar unser Ziel sein. Unser Ziel ein Mehr an Kultur für mehr Menschen. Und in einer digitalen Gesellschaft braucht es dazu zum einen Digital Mindset, es braucht Strukturen in Infrastrukturen und es braucht Möglichkeiten der Vernetzung, des Austauschs und die möglichst nicht nur digital, sondern gern auch das eine oder andere Mal analog. Und dabei geht es uns nicht zuerst darum, Lücken im Change Management von Kultureinrichtungen zu decken. Dafür ist weder die Konferenz allein und dem Grunde nach geeignet, noch der Fonds. Da müssen die Einrichtungen selber ran. Aber natürlich kann ein solcher Prozess, wie wir ihn gestalten, dabei helfen, weil ich natürlich weiß, Change-Management-Prozesse funktionieren immer nur, wenn du ein paar penetrante Akteure in deiner Einrichtung hast, die permanent darauf drängen, dass Change-Management stattfindet. Und das unterstützen wir mit einer solchen Konferenz und mit dem Prozess, dessen Bestandteil die Konferenz ist, in jedem Fall. Mein Ziel ist in der Tat, dass Digitalisierung Teil der DNA von Kultureinrichtungen wird und damit auch Teil des Finanzierungskonzepts. Das bedeutet also, war eine Frage im vergangenen Jahr, kann ich denn hierher kommen, um für meine Bibliothek, Oper und so weiter zusätzliches Geld für den Alltagsbetrieb zu generieren? Nein. Das Geld aus dem Fonds zur digitalen Entwicklung im Kulturbereich wird nicht für schnelle Rechner und auch nicht für halbe Social-Media-Stellen ausgegeben, sondern für Projekte mit Modellcharakter. Natürlich brauchen wir Menschen mit Vermittlungskompetenz, natürlich brauchen wir Leute, die in den Institutionen die Digitalisierung vorantreiben. Das ist aber nichts, was man einfach an die analogen Prozesse ranklatschen kann, sondern das muss das Betriebssystem der Einrichtung selbst verändern. Und diese Herausforderung, die ist ein bisschen größer, aber da sollen Fonds wie auch Lab vor allem Experimentierinstrument sein, die Lust auf Veränderung machen. Wir wollen helfen, dass
möglichst viele Leute, möglichst viele Institutionen und Projekte motiviert sind, sich in diesen Prozess einzuklinken. Und da sind wir, glaube ich, jetzt mit der zweiten Konferenz auch schon auf einem guten Weg. Ich habe hier und da mal vorhin auf Twitter zwischen den Terminen geguckt, was hier so abläuft, fand es total spannend. Habe mich gewundert, dass es diesmal relativ wenig Resonanz gab, habe aber gehört, die Ursache ist, dass der Livestream nicht funktioniert. Ja, es gibt Dinge im Leben einer Haselmaus. Was machen wir mit dem Fonds? Der Fonds schließt im Grunde die Lücke zwischen einerseits unserem Projekt DIGES, was wir ja jetzt auch verstetigt haben. Für diejenigen, die es nicht kennen, DIGES ist beim Konrad-Zuse-Zentrum angesiedelt und macht im Auftrag der Kulturverwaltung Projekte der Digitalisierung von Kulturgut. Ein großer Fonds, alle können sich bewerben, eine Jury sortiert im Grunde Projekte vor und entscheidet, welche Projekte zur Digitalisierung vorgeschlagen werden. DIGES Zuse übernimmt komplett die Digitalisierung, die Betreuung der Digitalisierungsprozesse und sorgt dafür, dass die Digitalisate danach auch einer immer wieder verwendbaren und den neuesten technischen Ansprüchen entsprechenden Form aufbereitet, allen natürlich lizenzfrei Open Source zur Verfügung stehen. Und die andere Dimension ist das planmäßige, investive und personelle Entwickeln in den Einrichtungen und Projekten selbst. Dazu kann ich nur sagen, ist angesichts der Defizite, die wir haben, die mannigfaltig sind, sicherlich eher ein Marathonlauf als ein Kurzstreckenlauf. Aber auch das versuchen wir natürlich nebenbei zu begleiten, auch wenn ich ganz genau weiß, dass da natürlich Digitalisierungsansprüche immer konkurrieren mit prekärer Beschäftigung in allen möglichen Sektoren, mit fehlendem Geld für die Entwicklung hier und fehlendem Geld für die Projektumsetzung da. Das ist mir alles klar, aber da wir ja als Kulturverwaltung die künstlerischen Freiräume unserer Einrichtungen auch akzeptieren und bewahren, sind natürlich die Möglichkeiten der Direktsteuerung für die Finanzverausgabung da immer ein bisschen geringer. Und gerade deswegen glaube ich aber auch, ist dieses Bottom-up, dieser Prozess so nötig, in den Einrichtungen selbst ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Digitalisierung eben nicht das ist, was man macht, wenn am Ende noch ein bisschen Geld übrig bleibt. Weil nach meiner Erfahrung mit den Finanzierungsstrukturen im Berliner Kulturbetrieb wird es noch eine ganze Weile dauern, bis Geld übrig bleibt. Das ist einfach so. So, ja, ansonsten ist für mich so vom Grundansatz her nochmal wichtig, hier hervorzuheben, dass digital und analog nicht nur keine Gegensätze sind und das Digitale kein Ersatz für analoge Kunstproduktion oder Kunstpräsentation, sondern dass digitale Entwicklung als Daueraufgabe das bisherige Aufgabenspektrum ergänzen und es quasi durchdringen. Unser Förderansatz, den wir mit unserem Fonds jetzt pflegen, dient deswegen der Selbstbefähigung der Kulturschaffenden, dem praktischen Erkenntnisgewinn sowie der Kommunikation und Diskussion dessen, was man dort erarbeitet hat. Es geht darum, Kompetenzen im Umgang mit digitalen Anwendungen auszubauen und Vorhaben als Voraussetzung für die Erhöhung der digitalen Teilhabe an Kultur in Berlin zu ermöglichen. Das kann der Avatar sein, der durchs Museum läuft und Menschen, die aufgrund von körperlichen oder sinnlichen Einschränkungen nicht in der Lage sind, ohne weiteres ein Museum zu betreten, kann ihnen dabei helfen, am Museum teilzuhaben. Es kann in Bibliotheken als dritten Orten unterstützen, dass also die unmittelbare Teilhabe aller an den auch digitalen Angeboten endlich auf eine vernünftige Art und Weise und möglichst auch komfortabel und bedienerorientiert vorangebracht werden kann. Aber es kann natürlich auch darum gehen, Kulturgüter, die mal geklaut und geraubt worden sind, zum Beispiel zu Zeiten des Kolonialismus, endlich mal mit einer vernünftigen Bestandsaufnahme so ins Netz gestellt werden, dass weltweit einsehbar ist, was sich dort befindet und man eine Diskussion um Restitution mal auf einem Level konkreter führen kann, als es derzeit geschieht. Also die Möglichkeiten, die Anwendungsfelder, die sind im Grunde grenzenlos im gesamten Kulturbereich erst einmal potenziell gesetzt und alles Weitere ist jetzt der Fantasie derjenigen anheimgestellt, die versuchen mit guten Ideen und guten Projekten auf uns zuzukommen und zu sagen, lasst uns doch mal gemeinsam überlegen, ob wir hier nicht etwas Vernünftiges auf die Reihe stellen können. Der Ausgangspunkt war die Koalitionsvereinbarung für uns als Kulturverwaltung. Da stand drin, ich lese das einfach nochmal vor, weil es zu schön ist und ich auch den Finanzsenator und die Koalitionspartner gerne an diese Sätze erinnere. Wenn die Kultureinrichtungen digitale Strategien entwickeln, um ihren Aufgaben auch in einer vernetzten Welt gerecht zu werden und der Fokus dabei auf den NutzerInnen liegt, werden die zusätzlichen Aufgaben, die durch die Digitalisierung entstehen, im Haushalt gezielt berücksichtigt. Klingt schon mal ziemlich gut, finde ich. Ja. Muss aber wie jedes Stück Papier mit Leben gefüllt werden.
Und da geht es dann um Kämpfe. Und dann kommt zur Erprobung innovativer Formate mit digitalen Technologien, wird die Koalition einen, da ist das Wort wieder, Innovationsfonds für Projekte der Einrichtungen und der freien Szene etablieren. Und dann haben wir es in die Richtlinien der Regierungspolitik aufgenommen von 2016 bis 2021. Der Senat wird einen Digitalisierungsfonds einrichten. Das bedeutet ja offensichtlich auch, dass der andere Satz nicht mit in die Richtlinien der Regierungspolitik geschafft hat. Also der mit der Berücksichtigung im Haushalt. Also hier steht, der Senat wird einen Digitalisierungsfonds einrichten, der zum einen die Erarbeitung digitaler Strategien in Kultureinrichtungen, zum anderen innovative und modellhafte Projekte zur digitalen Vermittlung kultureller Inhalte unterstützt. Wir hatten dann die Konferenz im vergangenen Herbst. Da haben wir mal den Aufschlag gemacht, konkreteren Vorschläge für einen Fonds zur digitalen Entwicklung im Kulturbereich habe ich dann im April 2018 erstmals auf der Republika vorgestellt. Und das war, wie im letzten Jahr eigentlich hier auch schon angekündigt, am selben Ort, der Auftakt, der Anstoß für einen moderierten Findungsprozess, in dem zuerst die Bedarfe der Kulturschaffenden aufgenommen werden sollten und für den damals im Doppelhaushalt 2018-2019 zusammengenommen insgesamt 450.000 Euro zur Verfügung gestellt worden sind. Diese nur auch fast alle. Wir haben die Zeit im Sinne partizipativer Kulturpolitik genutzt, um jetzt im laufenden Jahr über die Ausgestaltung des Förderungsinstruments im offenen Austausch mit den Kulturakteurinnen und Kulturakteuren zu arbeiten. Wir haben eine Service- und Netzwerkstruktur etabliert und strategische Pilotprojekte begonnen. Der offene Prozess, finde ich, mit dem wir in die Erarbeitung dieses Förderinstruments gehen, ist schon selbst irgendwie Ausdruck von Digital Mindset, also wenn man versuchen will, in Vernetzung mit der Intelligenz vieler Beteiligter zu guten Ergebnissen zu kommen, dann muss man das auf diese Art und Weise machen. Und ich glaube, das ist eigentlich, und das ist ja eine gute Voraussetzung, im Kulturbereich eine große Offenheit gibt für genau diese Arbeitsformen und dass deswegen eigentlich die Ausgangsbedingungen gar nicht so schlecht sind und waren. Trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass wir innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit so weit kommen. Das muss ich auch sagen, weil ich kenne andere Prozesse in Verwaltungen und andere Prozesse im Politikbetrieb, wo ich mich immer noch nicht dran gewöhnen will, wie endlos lange es braucht, um mal irgendwie auf den Punkt zu kommen. Jetzt habe ich schon gesagt, sind wir aktuell wieder in Haushaltsberatungen. Und wenn alles so kommt, wie ich es derzeit hoffe, dann werden wir ab dem Jahr 2020 nun Mittel in Höhe für das eine Haushaltsjahr von 1 Million Euro zur Verfügung haben. Also jetzt hatten wir für 2 Jahre zusammen 750, jetzt im nächsten Jahr werden wir dann 1 Million haben. Da ist unser Plan, dass wir die zusätzlichen Mittel in Höhe von 500.000 Euro im Vergleich zu diesem Jahr, also es waren ja 250, dann 500, jetzt sind wir bei 1 Million im Jahr 20, dass wir quasi die zusätzlichen 500.000 Euro zur Förderung von Projekten zur digitalen Vermittlung und Verbreitung kultureller Inhalte nutzen können. Das heißt, da gibt es quasi eine Vorkonditionierung, weil wir festgestellt haben, das ist eine Lücke. Also da sozusagen ist der Bedarf besonders groß. Und dann wird es ab 2021 insgesamt Mittel in Höhe von 2 Millionen Euro in den geförderten Kultureinrichtungen geben. So, das heißt, wir haben tatsächlich erheblich mehr Mittel als in der Vergangenheit. Wir haben nicht genügend Mittel, um alle Defizite und Probleme im Digitalisierungsfeld für die Kultur zu lösen. Nicht mal im Ansatz, denn dann reden wir über ganz andere Summen. Für mich ist das allerdings auch durchaus, das hat das Ganze auch zwei Dimensionen. Ich glaube zum einen, du musst erstmal eine Stimmung schaffen, in den Einrichtungen der Druck auch groß genug ist, um selber den Druck weiterzugeben in Politik, in Parlament, in die Gesellschaft, um deutlich zu machen, wir haben ja ein Problem, dann erst reagiert auch über die Kulturverwaltung hinaus Politik, indem sie Mittel bereitstellen. Das hat sozusagen, ist die eine Komponente. Und die zweite Komponente ist natürlich die, wenn wir uns so, wie wir uns jetzt annähernd, quasi auf eine Suchbewegung auf den Weg machen, dann würde es jetzt gar nicht so besonders toll sein, wir würden auf einmal in Größenordnung Mittel rauswerfen, sondern dann wird es sicherlich ein Stück-für-Stück-Prozess des Entwickelns und Aufwachsens. Und die Frage ist dann eher, wenn die Steuerschätzung schlechter wird, wenn die Haushaltslage schlechter wird, können wir trotz alledem noch mit gutem Druck und mit guten Argumenten Mittel gewinnen, Mittel erkämpfen, die wir für die weitere Entwicklung in diesem Bereich dann tatsächlich brauchen. Es gibt den Zwischenstand unserer Erhebung, konkrete Bedarfe der Einrichtungen auf Landes- und Bezirksebene, aber auch der freien Szene im Bereich der digitalen kulturellen Teilhabe, haben wir jetzt vor allem in 4 Feldern ausmachen können. Das ist einerseits Datenmanagement und Datenvisualisierung. Das ist zweitens digitale Auffindbarkeit. Habe ich vorhin auf Twitter gesehen, wurde heute auch schon diskutiert. Wer nicht auffindbar ist, ist eigentlich nicht da. Das geht so nicht.
Der dritte Aspekt, den ich jetzt auch nochmal besonders wichtig finde, ist Vernetzung der Akteure. Und der vierte Aspekt ist natürlich Publikumsentwicklung. Ich schließe nicht aus, dass die vier Punkte, die wir jetzt versucht haben, künstlich voneinander zu trennen, auch in Zusammenhängen miteinander stehen. Also digitale Auffindbarkeit und Publikumsentwicklung, logisch, steht irgendwie im Zusammenhang. Aber die vier Punkte sind in besonderer Weise jetzt von uns ermittelt worden. Wir werden zur Vernetzung und zur Förderung von Digitalaffinität und Vernetzung das derzeit laufende Pilotprojekt Kultur B Digital Lab fortführen. Und ich sage es jetzt auch mal, eigentlich ist das Ziel verstetigen. Aus meiner Sicht ist diese Plattform, ich sage nachher auch noch warum, extrem wichtig. Für diejenigen, die die Geschichte nicht kennen, wir haben im Grunde Anfang diesen Jahres haben wir Kultur B Digital Lab gegründet, gemeinsam mit der TSB als Pilotprojekt, um Kulturakteuren einen Raum für spartenübergreifende Diskussion und nachhaltigen Austausch zu unterschiedlichen Aspekten der digitalen Entwicklung zu geben, dass wir eine Plattform der stetigen Vernetzung haben und dass wir vor allem, das ist ja auch immer wichtig, nicht jeder für sich werkelt und nicht jeder für sich irgendwelche Anträge stellt und dann kommen irgendwelche Ergebnisse dabei raus, sondern dass wir tatsächlich auch gucken können, wo sind Synergien, wo kann man auch Menschen zusammenbringen, weil wir feststellen, aha, die machen doch was Ähnliches wie die, vielleicht ist es sinnvoll, die tun sich zusammen und versuchen gleich von Anfang an ein gemeinsames Projekt loszuschieben. Dazu braucht es irgendjemanden, der das Operative übernimmt und ich finde, dass die Technologiestiftung das ausgezeichnet macht. Ja, da kann man auch mal klatschen. Mit Blick auf die Bedarfe, aber auch mit Blick auf die rasanten Entwicklungen, die ja rundherum um uns weitergehen und die nicht auf uns warten, ist die Fortführung dieses Austauschs und der Bedarfsanalyse total entscheidend, damit wir dann tatsächlich, auch wenn wir um Mittel kämpfen, bedarfsgerechte, also eine Vorstellung davon haben, was ist eigentlich Bedarfsgerechtigkeit in dem Bereich und dass wir auch eine Vorstellung haben, wie sieht es mit den Prioritäten aus, wo drückt der Schuh am meisten, wo brauchen wir nochmal Mittel und wo können wir sie am besten, wo können wir sie auch am besten argumentieren, also weil du musst ja jedes Mal, wenn du an Ressourcen rankommen willst, sehr, sehr ausgefeilt argumentieren und alles zusammen, glaube ich, Austausch, Bedarfsanalyse, Modellprojekte, das ist dann eine gute Voraussetzung, damit wir nicht in so eine Situation kommen, dass es am Ende viele Silo-Lösungen gibt, die für sich genommen wirken, aber das Eigentliche kriegen wir nicht hin, nämlich das Miteinander interagieren und auch der Dringlichkeit entsprechende Investitionen in digitale Entwicklung gute Argumente beifügen zu können. Ein Teil des Ansatzes soll für die Förderung von digitalen Einzelprojekten bereitgestellt werden, die sich durch Nachhaltigkeit und hohen Beispielwert auszeichnen. Da weiß ich natürlich auch, dass Scheitern hier inbegriffen sein sollte. Also wir müssen auch mal scheitern dürfen. Das Ziel soll nicht sein, dass alle schon vorher sagen, die Lösung, die wir jetzt entwickeln, wird für dieses und jenes taugen und wir garantieren das Ganze auch. Und umgekehrt werden wir, TSB und Kulturverwaltung, nicht sagen, und wenn es nicht klappt, müsst ihr das Geld zurückgeben. Das wäre irgendwie reichlich sinnlos. Insofern bleibt ein bisschen was vom Experimentieren oder ein bisschen was vom Innovativen schon noch übrig. Du kannst natürlich nur Wege gehen und auch Fehler machen auf Wegen, wenn du die Möglichkeit hast, diese Fehler, dieses Scheitern im Vorhinein zu wissen, nicht als negative Konsequenz gegen dich selbst gerichtet zu sehen. Klar ist, dass die Förderung an öffentliche und private Kultureinrichtungen und die freie Szene gehen. Also wir haben einen spartenübergreifenden Förderansatz. Wir wollen keine Silos. Wir wollen nicht, dass die existierende, ja auch nicht ganz eins zu eins durchhaltbare und auch nicht ganz mechanistisch zu ziehende Trennung zwischen freier Szene, zwischen öffentlicher und privater Kultur hier irgendwie perpetuiert wird. Ich möchte auch keine Einzeltöpfe für die Bereiche, sondern wir wollen ein spartenübergreifendes Programm der digitalen Entwicklung im Kulturbereich, wo digitale Werkzeuge erprobt werden können, Anwendungen und so weiter, für Effizienz in der täglichen Arbeit, für Reichweite, für Transparenz und breitere Zielgruppen. Es baut sich ein bisschen ein in die festgestellte Bedarfsanalyse von vorhin, dass es dann sinnvoll ist, darauf zu reagieren. Gegenstand werden einzelne abgegrenzte digitale Vorhaben sein, das können Prozesse und Lösungsansätze sein oder auch neue Werkzeuge für prototypische Formen. Schön wäre für uns, wünschenswert wäre, wir müssen auch gucken, wie wir das alles sichern, dass die Projektergebnisse nach Projektende auch für freie Nachnutzung bereitgestellt werden und dass auch ausführliche Projektdokumentationen, die es gibt, allgemein zugänglich gemacht werden. Also wir fördern jetzt nicht bestimmte abgeschirmte Lösungen für Einzelne, sondern den Open-Source-Gedanken, den Gedanken der Nachnutzbarkeit, der Teilbarkeit, der Weiterverwendbarkeit durch andere, den schreiben wir an der Stelle sehr groß.
Wir haben deswegen mit der TSB Förderkriterien entwickelt, die uns wichtig sind. Zum einen, die Werkzeuge sollen skalierbar sein. Sie sollen also in Inhalt und Funktion erweiterbar sein. Sie sollen beispielhaft sein. Das heißt, Adaption in anderen Bereichen des Kulturbetriebs ist sehr erwünscht. Die Anpassung entsprechend der eigenen Bedürfnisse ist sehr erwünscht. Sie sollen multifunktional sein. Das heißt, sie sollen den Akteurinnen und den potenziellen Nutzerinnen und Nutzern sowie den Besucherinnen und Besuchern gleichermaßen nutzen. Also die Software, also mal platt ausgedrückt, die ganz neue innovative Lohnbuchhaltersoftware für den digitalen Kulturbetrieb wäre jetzt nicht unbedingt das, was wir hier schaffen wollen. Und sie sollen einen sparten- und einrichtungsübergreifenden Ansatz folgen, das heißt, die digitalen Werkzeuge sollen dem Netzwerkgedanken folgen. Wir wissen natürlich aus der Bedarfsanalyse, wobei dazu hätten wir die Bedarfsanalyse eigentlich auch nicht gebraucht, wir müssten uns nur umgucken, und das machen wir ja auch regelmäßig, dass die erforderliche Infrastruktur, Hardware, Software, Internetverbindungen, zeitgemäße Online-Auftritte, digitale Barrierefreiheit, die eigentlich eine grundlegende Voraussetzung sind für die Digitalisierung im Kulturbetrieb, dass das da an vielen, vielen Ecken und Enden tatsächlich immer noch fehlt. Und dass die Basis für eine digitale Entwicklung im Kulturbereich in vielen Fällen erst noch grundlegend geschaffen werden muss. Das Beispiel habe ich immer wieder gebracht, man kann es jetzt ja auch bringen, also vor 2,5 Jahren gab es beim Berliner Ensemble 10 E-Mail-Adressen. Ein Jahr später hat Kai Voges gemeinsam mit dem Theater Dortmund im BE eine auf beiden Bühnen stattfindende Theaterpräsentation gemacht, wo im Grunde in beiden Theatern parallel zueinander gespielt wurde und das Publikum hier wie da konnte teilhaben daran. Also man kann innerhalb kurzer Zeit eine Menge machen, wenn in der Einrichtung selbst der Schwerpunkt entsprechend gesetzt wird und das dann eben auch bedeutet zu sagen, gut, dann gibt es jetzt vielleicht mal nicht den neuen Anstrich der Bar, sondern dann müssen wir jetzt irgendwie eben auch mal gucken, wie wir in dem Bereich hier einen Schwerpunkt setzen. Und trotzdem ist es natürlich so, dass wir noch immer keine geordnete Bestandsaufnahme haben, wie groß die Defizite quer über alle Bereiche wirklich sind. Offen gestanden, wir müssen die machen, aber mich gruselt schon jetzt, wenn ich daran denke, mit welcher Zahl wir dann wahrscheinlich rauskommen. Also mit welchem Investitionsaufwand wir dann rauskommen. Und wenn ich dann noch gucke, welche Abschreibegeschwindigkeiten digitale Infrastruktur heute so hat, dann wird mir gleich ein zweites Mal schwummrig. Trotzdem machen wir das. Wir werden 2020 eine geordnete Bestandsanalyse vornehmen, um da auch strukturiert und nachhaltig arbeiten zu können. Vor allem aber den zunehmenden gesetzlichen Ansprüchen genügen können. Also ich muss hier jetzt nicht Datenschutzgrundverordnung sagen, das ist es gibt ja auch weitere, und trotz alledem brauchst du ja erstmal eine Basis, auf der du überhaupt daran arbeiten kannst, dass du dann regelmäßig die eigene Basis aktuell hältst und jeweils am Ball bleiben kannst bei den rasanten Entwicklungen. Zentral bleibt für mich der Schwerpunkt der durch den Fonds voranzubringenden digitalen Entwicklung des Kulturbereichs. Er liegt auf den potenziellen Nutzerinnen und Nutzern, denn für die machen wir das alles. Jetzt, bevor ich gleich zum Schluss komme, ist mir noch mal eine Sache wichtig, die sozusagen noch mal eine Abstraktionsstufe dahinter für mich selber immer. Warum betreiben wir das? Und ich glaube, da kann ich auch für Nico und da kann ich auch für die Kolleginnen und Kollegen aus meiner Verwaltung reden. Wenn wir sagen, Kultur ist sowas wie Grundnahrungsmittel, Kultur ist auch eine Frage der Lebensqualität in einer modernen Stadt, dann kann man die Frage, wie soll die digitale Stadt eigentlich sein? Was ist eigentlich die digitale Stadt? So oder so diskutieren. Es wird auch munter gemacht im Weltmaßstab. Die einen, insbesondere die großen Sirenen-Server und Digitalkonzerne, kommen mit Komplettlösungen und sagen, wir haben hier den voll durchgestylten Stadtteil. Danach könnt ihr als Verwaltung übrigens auch aufhören zu verwalten, weil da sind alle Probleme der Menschen gelöst. Dann gibt es die anderen, die sagen, naja, Verwaltung sollte vielleicht nicht aufhören und Politik werden wir auch noch brauchen, aber es kann ja schon sein, dass digitale Möglichkeiten uns dabei helfen, statt lebenswerter Teilhabe größer Engagement der Leute beförderter zu betreiben. Ich bin da eher, das wird jetzt niemanden wundern, weniger ein Anhänger der Konzernlösung als eher ein Anhänger emanzipativer Befähigung der Gesellschaft. Wenn wir davon ausgehen, dass das Post-Internet-Zeitalter tatsächlich so ein Zeitalter permanenter Überforderung ist, dann wäre es ja ganz klug, die Menschheit würde anfangen, sich sozusagen krisenfester aufzustellen und würde darüber nachdenken, wie sie ihre Fähigkeit zur Problemlösung erhöht, anstatt zu glauben, dass die Verlagerung der Probleme in den Markt und zu großen Konzernen die Probleme löst. Insofern gebe ich zu, da steht noch ein Plan dahinter, und dieser Plan ist, angesichts der verschiedenen Diskurse um Smart City
deutlich zu machen, dass die Verbesserung der Lebensqualität und die Lösung von Problemen in einer Stadt nicht zuallererst und nicht nur eine Frage der Technologie oder, kann man ja dann fortsetzen, des öffentlichen Nahverkehrs, des Umweltschutzes und so weiter ist, sondern dass insbesondere die Vernetzung und Inspiration von Menschen, das Angebot in einem attraktiven Umfeld, die Möglichkeit zum Träumen, die Möglichkeit mit Ideen irgendwo mitzumischen, den Abbau von sozioökonomischen Unterschieden voranzubringen. Und wenn es darum tatsächlich gehen soll, dann geht es ja darum, die Einmischungsfähigkeit von Menschen als Individuen genauso wie in gesellschaftlicher Organisation zu erhöhen und Bürgerbeteiligung zu fördern. Und da ist für mich die Einrichtung von Kunst- und Kulturquartieren, von Kunst- und Kulturorten als dritten Orten, wie in Bibliotheken, Theatern, freie Szene, Produktionshäusern, Atelierhäusern und so weiter, tatsächlich irgendwie eine gelungene Alternative zu anderen Formen von Stadt, wie wir sie beispielsweise jetzt in der Nähe dieser großen Shopping-Mall am Ostbahnhof finden. Also wo ja selbst der Boden privat ist und private Sicherheitsdienste darüber entscheiden, welche Grundrechte da gelten und welche nicht. Also es geht auch um eine explizit politische Herausforderung, die wir hier zu stemmen haben. Und wenn die Kulturschaffenden, von denen ich immer noch glaube, dass sie von anderen eins unterscheidet, nämlich dass sie in Möglichkeitsräumen auch Dinge denken, die in der normalen Welt überhaupt nicht mehr gedacht werden. Wenn wir uns da nicht einklinken, und das kann keine Kulturverwaltung stellvertreten, das können auch keine kulturpolitischen Sprecher im Abgeordnetenhaus stellvertreten, sondern es müssen die Kulturschaffenden selbst sein, die sich einmischen, die Beteiligung fordern in solchen Diskussionsprozessen. Und deswegen ist das, was wir hier treiben, aus meiner Sicht extrem wichtig und extrem relevant für all das, was wir in der Zukunft in dieser Stadt gebacken bekommen. Es geht also weit mehr als um Kulturpolitik. Es geht nicht nur um kulturelle Teilhabe, sondern es geht am Ende für mich tatsächlich sogar darum, die Frage aufzuwerfen, was ist eigentlich eine Smart City? Und hat sie was mit den Menschen zu tun oder hat sie vorwiegend was mit Reproduktion von eingesetztem Kapital zu tun? Also Handlungsbedarf ist groß. Ich freue mich jetzt auf Fragen, Anregungen und danach auf die Debatte mit Janina, mit Judith Galka und Nico. Zu dem Thema, welche Rolle spielt die Kultur bei der Digitalisierung der Stadt? Das war jetzt quasi schon mal so ein Appetizer von meiner Seite, wie ich da denke. Und freue mich, dass Sie heute hier sind, dass Sie sich hier einbringen mit Ideen, mit Feedback, mit Kritiken. Denn nur Fragen schreiten wir voran. Vielen Dank. Danke. Das war jetzt natürlich schon eine super Anmoderation eigentlich, Herr Lederer, für die Runde. Ich würde aber trotzdem sagen, wir machen den großen Plan in der großen Runde gleich und machen aber die Fragen zum Fonds jetzt erstmal nur mit Ihnen. Also wenn jemand eine Frage hat zu der Förderung, wer kommt da in Frage und so, oder mit Ihnen beiden. Genau. Das ist ganz schlau, weil die operativen Sachen macht ja die TSB. Also jetzt erstmal Fonds und dann Smart City. Gibt es da schon Fragen? Ganz, ganz hinten sehe ich. Kommt, glaube ich. Gibt es die Möglichkeit, dass man diesen Fonds auch als einen Teil eines anderen Projektes nimmt? Also wenn man ein soziales Projekt, soziale Stadt hat, sage ich mal, als ein und dann aber Gelder braucht für auch die Digitalisierung, gibt es die Möglichkeit, das in ein anderes Projekt mit einzubinden oder muss es immer ein Einzelprojekt sein? Naja, wenn man Gelder für die Digitalisierung braucht, dann ist es schon der falsche Fonds. Das habe ich versucht eigentlich deutlich zu machen. Wenn man Gelder für die Digitalisierung, wir versuchen weder die Defizite, die Infrastrukturdefizite noch die Softwaredefizite von Einrichtungen in unserer Stadt, sei es irgendwie soziokulturelle noch oder kulturelle oder sonst wie, das ist nicht der Sinn der Übung, sondern es geht in der Tat darum, kulturbezogene Werkzeuge, kulturbezogene Projekte und dergleichen zu etablieren. Und da ist es dann schon ein Einzelprojekt. Aber das schließt natürlich nicht aus, dass auch soziokulturelle Träger sich bei dem Fonds bewerben. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, wir wollen eigentlich ein spartenübergreifendes oder ein möglichst offen gehaltenes Projekt oder ein möglichst offen gehaltenes Framing haben. Aber da wird natürlich irgendwann die Frage kommen, nützt das auch Bibliotheken, nützt das freie Szeneeinrichtungen der performativen oder, ja, also nützt das auch anderen Einrichtungen. Das ist immer der Anspruch. Aber also wir brauchen Mittel für die Digitalisierung allein als Voraussetzung für den Fonds. Da sage ich mal, da wird der Fonds eher das nicht richtige Instrument sein. Aber es sind Kooperationen zum Beispiel, wären durchaus denkbar. Ne? Jederzeit, das, ja. Natürlich. Mhm. Ganz vorne. Mich würde interessieren, ob denn jetzt bei den Förderkriterien oder beziehungsweise den Auswahlkriterien ein Punkt ist, dass die
geförderten Projekte und Initiativen dann auch Open Access als Grundlage haben müssen. Das sagte ich vorhin. Ne? Das ist schon, also, das, also, nicht, das, also was ich jetzt nicht erwarte, ist, dass die gesamte Digitalinfrastruktur eine Open Access Infrastruktur hat. Das wird auch schwierig übrigens, weil hier für öffentliche Einrichtungen gibt es ja bestimmte Vorgaben über E-Government-Gesetz und ITDZ und so weiter. Also wir können nicht frei wählen, auch unsere Einrichtungen können nicht alle frei wählen, welche Infrastruktur sie sich hinstellen. Und da sind wir leider noch lange nicht bei generellen Open-Lösungen. Das muss man einfach sagen. Aber wenn jetzt Tools, Instrumente und dergleichen entwickelt werden, da haben wir gesagt, wir wollen Duplizierbarkeit, freie Zugänglichkeit, wir wollen keine abgeschotteten Bereiche. Also der Sinn der Übung ist nicht, dass jemand für sich mit diesen Mitteln ein tolles Instrument entwickelt und alle anderen davon abhält, dieses Instrument auch zu nutzen oder weiterzuentwickeln oder. Ja, also das heißt, dass es in jedem Fall offen lizenziert ist. Richtig, das ist das Ziel. Okay. Und Sie haben gesagt, also jetzt erstmal, also diese ersten 500.000 bevorzugt an Projekte, die, können Sie das nochmal sagen, digitale Vermittlung in den Mittelpunkt stellen, habe ich mir jetzt aufgeschrieben, das ist wahrscheinlich zu kurz formuliert, ne? Naja, sagen wir mal so, das ist ja alles fluide, ja, aber im Kern so ist das jetzt erstmal unser Fokus. Ich will aber niemanden davon abhalten, sich jetzt darauf zu bewerben mit irgendeinem Thema, was irgendwie damit hineingreift. Ich glaube, das haben wir auf der Konferenz ja heute auch gemerkt. Das Vermittlungsthema ist ja ganz breit zu verstehen. Es fängt bei der Gewinnung von Daten an, geht weiter bei der Interpretation von Daten und endet bei der Frage, überhaupt brauchen wir Daten? Also selbst sowas fände ich ja legitim, sich damit auseinanderzusetzen. Also da bitte ich das nicht zu schematisch zu verstehen, aber wie Klaus schon gesagt hat, wir müssen jetzt natürlich am Anfang erstmal gucken, dieses Vermittlungsthema haben wir identifiziert als eines der Kernfragen. Ja, die Frage, was an Defiziten besteht innerhalb der Kulturverwaltung, hat sich klar, Kulturverwaltung, sorry, da gibt es natürlich keine Defizite, im Kulturbereich, also keine, die ich zu lösen hätte. Ja, selbstverständlich. Ja, und daher kommt halt jetzt erstmal dieser Schwerpunkt. Ne? Und wir weitern das dann danach sukzessive, wenn mehr Mittel zur Verfügung stehen, aber da sehen wir halt, das ist so ein Painpoint. Ja. Okay. Ja, Ich habe eine Frage. Gibt es schon einen ganz konkreten Zeitplan? Also wann kann man sich bewerben? Ab wann? Und wer trifft letztlich die Vergabeentscheidung? Wird es eine Jury geben oder wie werden die Projekte ausgewählt? Weil ich kann mir vorstellen, dass es mehr Antragstellende als Geld geben wird. Ja, wie so oft, und deswegen gibt es auch ein transparentes und diskriminierungsfreies Verfahren. So, also man muss natürlich irgendwo erstmal auch bewerten, weil es ist ja klar, da wo es Mittel gibt, ja, das zieht ja den einen oder die anderen an, wo man dann auch sagen muss, das passt jetzt vielleicht nicht in den Scope rein unseres Förderprogramms. Müssen wir jetzt erstmal den Haushaltsbeschluss abwarten, wenn der Haushaltsgesetzgeber beschlossen hat und die Mittel im nächsten Jahr zur Verfügung stehen, wird es eine Förderrichtlinie geben, wenn der Senator sie unterschrieben hat, dann tritt sie in Kraft. So, Punkt. Und dann werden wir frühzeitig im kommenden Jahr anfangen, dieses Verfahren, also ich hoffe, dass wir sehr frühzeitig im nächsten Jahr dran sind. Ich weiß nicht, wie du das jetzt Also ich gehe auch davon aus, dass wir jetzt erstmal versuchen, die ganze Sache auf Schiene zu setzen. Das bedeutet übrigens auch, dass es sein kann, dass wir zu geordneten Juryverfahren jenseits von Setzungen dann in einem weiteren, späteren Teil des Verfahrens kommen. Weil jetzt erstmal, wir wollen mit dem Ding ans Netz. So, also ein anderes Beispiel im analogen Bereich. Wir haben eine Festivalförderung seit 2 Jahren. Da haben wir die ersten 2 Jahre erstmal politisch gesetzt, weil allein das Auswahlverfahren, das Jurybenennungsverfahren und so weiter hätte dazu geführt, dass die Entscheidungen dann getroffen werden, wenn das erste Haushaltsjahr rum gewesen wäre. Wir hätten das Geld also dann schön an die Klosterstraße zurücküberwiesen und der Finanzminister hätte sich gefreut. Das ist etwas, was wir zu vermeiden versuchen. Also wir wollen, das wird am Anfang ein bisschen ruckeln und am Anfang wird es auch Setzungen geben, aber ich sage es mal so, bei DIGIS, eigentlich in allen Bereichen im Kultursektor haben wir mit kompetent besetzten Jurys, die eine gewisse Breite auch des Kompetenzfeldes abdecken, gute Erfahrungen gemacht. Und aus meiner Sicht gibt es jetzt keinen Grund, warum wir auch nicht hier irgendwann zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, wir haben ein Juryverfahren, wo aus der Vielzahl unterschiedlicher Bewerbungen dann am Ende eine Vorsortierung und eine Entscheidung vorbereitet wird. Das halte ich für die am besten und am saubersten zu schaffende Lösung. Aber das wird vermutlich nicht gleich von Anfang an so sein. Jetzt war da hinten noch eine Frage, der Mann mit dem Luftballon. Genau, bei allem Verständnis, aber dieses Verfahren läuft ja jetzt schon ein bisschen. Und ich finde gut, dass Sie das jetzt auf die Schiene setzen möchten, aber ich meine, ein bisschen konkreter hätte ich es gern schon erfahren. Sie haben jetzt komplett vermieden, einen Zeitraum zu nennen. Ich habe gesagt, ich habe noch nicht mal, also das Abgeordnetenhaus muss über die Mittel beschließen. Ich kann Mittel überhaupt nur ausgeben, wenn ich die Mittel bekomme. Wir wissen also jetzt seit 3 Wochen,
seit der Kulturausschuss in zweiter Lesung mit der Sache sich befasst hat und seit der Hauptausschuss vor 2 Wochen sich mit der Sache befasst hat, dass wir diese Gelder vermutlich behalten dürfen. Die letzte Lesung des Hauptausschusses ist am 6. November, dann weiß ich es endgültig und dann kann theoretisch immer noch über die Fraktionen bis Anfang Dezember, wenn der Haushalt beschlossen wird, darin rumgegrätscht werden. Unser Ziel ist, wenn der Haushalt in Kraft tritt, ab 1.1. möglichst schnell, und wenn ich sage möglichst schnell, dann heißt das, wir wollen in 2-3 Monaten irgendwie eine Förderrichtlinie, eine Ausschreibung, die Möglichkeit der Bewerbung haben, weil unser Ziel ist, dass wir im ersten Jahr die Mittel tatsächlich auch noch verausgaben können. Trotzdem bin ich ein Mensch, der ganz bewusst zwar bemühen zu sagen macht, aber nicht irgendwelchen Irrsinn in den Raum stellt, den wir danach nicht halten können, weil dann ist das Geschimpfe zu Recht immer groß. Und deswegen sage ich, as soon as possible, wir haben natürlich ein Interesse, die Mittel zu verausgaben und deswegen werden wir dann ganz schnell dran arbeiten. Mhm. Frau Müller? Ja, ich wollte noch mal kurz was nachfragen zum Thema Infrastrukturen, weil mich das natürlich auch als Digis durchaus interessiert. Wir haben ja selber auch eine eigene, oder bieten das an im Rahmen der Förderung, eine LZA-Infrastruktur, die ja auch komplett auf Open-Source-Komponenten aufgebaut ist und auch so funktioniert. Insofern super, dass ihr eben auch entsprechend die Ergebnisse so veröffentlicht. Ich wollte aber trotzdem noch mal fragen, wo ist da jetzt vielleicht auch für uns so ein bisschen der Anschluss oder der Schulterschluss mit diesem Culture Data Hub, um den es vorhin schon mal ging? Also da hätte ich gerne ein bisschen mehr noch dazu gewusst. Vielleicht könnt ihr da schon was zu sagen. Frage 2 betrifft eher die Projekte, die gefördert werden sollen. Bei Digis haben wir gute Erfahrungen damit gemacht, auch wenn es manchmal sehr kurz ist, dass die Projekte nicht zu groß werden und dass die Dauer der Projekte auch begrenzt ist. Ich hatte zwar vorhin im Vortrag gesagt, ein Jahr ist nicht lang, aber manchmal ist es ganz gut, einfach um was auszuprobieren, weil ja Scheitern inbegriffen sein soll, so habe ich die Idee verstanden. Wie ist es hier bei euch im Programm vorgesehen? Also ich sage erstmal, was den Anschluss oder die Anschlussfähigkeit angeht. Also im optimalen Fall wird mit Daten, die durch die Digitalisierung von Kultur gut entstehen, so ähnlich wie das auf den Coding Da Vinci Hackathons und dergleichen, also ist das sozusagen, gehört das mit zu den Rohstoffen, mit denen wir dann jetzt mit solchen Lösungen was anfangen. So sehe ich das. Also das ist sozusagen für mich die Querverbindung. Deswegen meine ich auch, es schließt eine Säule oder schließt eine Lücke zwischen einerseits der puren Bereitstellung von entsprechender Hardware, entsprechenden Infrastrukturkomponenten, die man braucht, um überhaupt was mit digital machen zu können. Und auf der anderen Seite die Digitalisierung von Kulturgut, die ja zu einer immer, im potenziell besten Falle, zu einer immer größer aufwachsenden Masse an im Internet verfügbaren, frei verfügbaren Kulturdaten wird. Und jetzt ist die Frage, können mit Lösungen, über die wir hier reden, mit diesen Kulturdaten möglicherweise Dinge geschaffen werden, die dann den Zugang zu den Daten, die Verfügbarkeit der Daten, das Basteln mit den Daten erleichtert wird. Das ist aus meiner Sicht der Querschnitt. Und zu dem operativen Aspekt würde ich dir noch mal kurz das Wort geben. Also um das nochmal zu sagen, ich habe ja vorhin auch gesprochen von dem Thema Datenvisualisierung, ich habe von dem Metadatengenerator gesprochen und worauf wir jetzt gerade achten, ist tatsächlich, dass wir strukturell an dieses Thema herangehen. Das heißt also, wenn wir diese Prototypen, die wir im Augenblick haben, dann tatsächlich auch so weit sind, dass man sie auch in eine Beta-Phase bringen kann, wird es eine dahinterliegende Datenstruktur geben. So, und diese Datenstruktur, die orientiert sich an offenen und allgemeinen verfügbaren Standards. Das heißt also, wir haben da an der Stelle, ähnlich wie ihr ja auch, irgendwie von DC Terms bis, ja, achten wir natürlich darauf, dass wir da in der gleichen Nomenklatur bleiben und dass wir die Dinge auch miteinander gut verknüpfen können. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass wir gerade so Querbezüge auch zu Digitalisaten beispielsweise sehr schnell herstellen können. Es gibt zum Beispiel auch ein Projekt, an dem wir im Augenblick auch, was auch entstanden ist aus dem Diskurs in den vergangenen Monaten, wo es darum geht, auch, kam übrigens auch vorhin dieses Thema, wie kann ich eigentlich Menschen hineinbringen in Kultureinrichtungen, die Begleitung suchen, die das als Teil einer Gesamtgestaltung ihrer Freizeit verstehen. Auch da arbeiten wir an einem Projekt gemeinsam mit Kulturschaffenden. Also wir bauen genau dazu Prototypen. Und wollen dann anhand dieser Prototypen euch die Möglichkeiten auch aufzeigen, wie ihr eure Projekte daran ansetzen könnt. Also es ist ein sehr praktischer Ansatz, den wir da verfolgen. Genau, die Dauer war noch eine Frage, ja, ne? Dass man sagt, irgendwie kann man das in einem Jahr abarbeiten. Und, ja, also wir haben ja gesagt, ja, wir wollen schnelle Ergebnisse haben und wir wollen auch das Scheitern erlauben. Das muss allerdings dann auch dazu führen, dass wir sagen wir mal, so ein bisschen Risk-Hedging haben. Das heißt also, ich sehe jetzt keine Projekte, die jetzt den Gesamthaushalt ausschöpfen, beziehungsweise den Titel ausschöpfen werden. Sondern ich denke halt, wenn wir im Jahr, sagen wir mal, so 10, 12 Projekte hinbekommen, dann sind wir schon gut.
Und mein Gefühl ist auch, es geht gar nicht so sehr darum, jetzt, weil wir auch keine Infrastrukturinvestitionen daraus fördern wollen, dass wir jetzt so wahnsinnig viel Geld da investieren in Hardware oder ähnliches, sondern es geht ja darum, dass wir das Geld haben, also dass es A, ein gutes Projektmanagement gibt, was ermöglicht, die unterschiedlichen Akteuren zusammenzubringen und dass es zum Zweiten halt die entsprechenden Mittel dafür gibt, die Expertise, die nicht vorhanden ist, dann auch mit hinzuzufügen. So, also davon gehe ich aus und das heißt also A, wie gesagt, so die Größenordnung, roundabout und zum Zweiten, sowas sollte auch innerhalb eines Jahres, sollte es so ein Turnaround geben, weil ansonsten ist halt für uns auch nicht feststellbar, geht es in die richtige Richtung oder nicht. Wenn man dann sagt, es gibt da jetzt nochmal ein Anschlussprojekt, ja, oder wir stellen fest, man muss da eine Verlängerung gehen, wird man sicherlich machen. Ja, aber was ich nicht möchte, ist Projekte, die 3 Jahre laufen, Legislaturperiode ist zu Ende, wir alle kriegen noch irgendwie, gibt es so einen Evaluationsbericht, den keiner mehr liest und keiner hat was davon. Also das ist nicht unser Ansatz, sondern wir wollen hier schnell zu praktikablen Ergebnissen kommen. Okay. Nächste Frage gerne. Ja, hallo, Katja Hefmeier, Deutsche Filmakademie. Ich habe eine Frage, mit was für einem Kulturbegriff Sie diese Förderung vergeben werden. Also sprich, wir machen Bildung und Vermittlung im Filmbereich, in der Akademie und gehört der Film in diese Fördersäule oder in diesen Fonds rein? Also wir haben das bei DIGIS so gehalten, dass wir nicht nur Akteurinnen und Akteure, die Berliner Einrichtungen sind oder ausschließlich in Berlin, von Berlin finanziert werden und so weiter, da haben mitmachen lassen. Wenn das Ziel ist, also ist jetzt gar nicht zum Glück nicht die Frage nach dem Kulturbegriff, weil dann müssten wir hier noch eine ganz andere Sache, es ist irgendwie okay, nach der Reichweite der Antragsberechtigung, ist ein leichter zu beantwortendes Thema. Wenn der Sinn der Übung ist, Digitalaffinität, Motivation, Ausprobieren, Lust machen und dergleichen zu befördern und weiterverwendbare Dinge zu erzeugen, die in anderen Bereichen Querschnitte haben oder zu anderen Bereichen Querschnitte erzeugen können, dann wären wir ziemlich blöd, wenn wir unsere Antragsberechtigung eng fassen würden. Ich bin zwar nicht für Film zuständig und ich wünschte mir im Übrigen auch, dass die zuständige Verwaltung in dem Bereich vielleicht auch mal ein bisschen Support gibt dann für solche Dinge, das würde ich nicht schlecht finden, aber vielleicht ist es ja so, dass bei DIGIS gibt es ja auch die Überlegung, ob die Wissenschaftsverwaltung mit einsteigt, vielleicht wenn wir eine gute Sache machen, kommen irgendwann dann auch noch andere mit dazu und sagen wir, packen noch ein bisschen was mit in den Topf rein, das wäre durchaus in meinem Sinne. Also mir geht es weniger darum, hier sozusagen Gartenzäune zu ziehen und Vorgärtchen und Parzellen, sondern dass am Ende was bei rauskommt, mit dem möglichst viele Leute was anfangen können. Deswegen glaube ich, werden wir ähnlich wie bei DIGIS auch eher eine Breite, eher eine Größere, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, Soziokulturelles und Ähnliches. Und am Ende kommt es auf die Praktikabilität der Projekte an. Das glaube ich, wird das Ausschlaggebende sein. In die Richtung jedenfalls. Anders könnte ich es mir jetzt nicht vorstellen, wenn wir den Sinn und Zweck dessen, was wir da wollen, vernünftig erfüllen wollen. Genau, kann ich mal ganz kurz, wie viele? Ich würde jetzt vielleicht noch 2 Fragen nehmen, damit wir dann für die Smart City noch genug Zeit haben, weil großes Thema. Gerne, genau. Ja, hallo, Tom Müllerhäuser, Arzt Musiktheater. Nochmal ganz kurz Frage zum Zeitplan. Ich habe so ein bisschen gerechnet, also wir wollen jetzt schnell sein, das heißt, wir stellen einen Antrag. Vielleicht Ausschreibungsverfahren und so weiter, dann kann man den Antrag vielleicht dann im Februar abgegeben haben, dann wird im April entschieden, dann setzen wir es ganz schnell um und evaluieren das dann auch am besten bis Oktober, damit wir dann für 2021 Ergebnisse haben, die wir auswerten können, um das Verfahren sozusagen wieder professionell durchzuführen. Das ist natürlich, ne, habe ich mal provozierend so formuliert, also wie ist tatsächlich dann so in etwa die Vorstellung, wie so ein Zeitrahmen aussehen könnte? Also ich kann es nur noch mal wiederholen. Wir haben, bevor die Mittel nicht vom Abgeordnetenhaus beschlossen worden sind, der Haushalt nicht in Kraft getreten ist, kann ich gar keine Förderrichtlinie rausbringen. So, an der wird gearbeitet. So, und alles andere ergibt sich dann aus einer gewissen Logik. Ich gehe nicht davon aus, dass das Haushaltsjahr für uns eine starre Grenze ist. Weil wir die Möglichkeit haben, Mittel auch zu übertragen und Mittel auch weiter zu nutzen, was bei Fondsfinanzierung immer schlau ist. Das ist bei unseren anderen Kunstförderfonds auch nicht anders. So, und dann wird es 2x im Jahr Antragsfristen geben, vielleicht am Anfang auch mal 3, das müssen wir mal gucken, wie es praktikabel ist. Und wir werden keine dauerhaft tagende Jury haben, die jeden einfließenden Antrag innerhalb von 24 Stunden gewotet und dann Entscheidungen trifft. Das wird nicht möglich sein, so, sondern es muss irgendwie auf eine praktikable Art und Weise laufen. Und trotz alledem, wenn der Beschluss gefasst ist, dann werden wir uns schnell an die Richtlinie machen, die wird schnell kommen und werden wieder welche sagen, aber die Antragsfrist ist ja viel zu kurz, jetzt können wir ja gar nicht einen Antrag, es wird am Anfang holprig sein und dann wird es irgendwann laufen und dann werden wir in diesem Prozess auch permanent lernen und dann können sich alle darauf einstellen, aber wenn du etwas Neues anfängst, dann ist es am Anfang holprig und dafür entschuldige ich mich auch nicht, das ist halt so, das ist sozusagen Lernen im System.
Ja, und ich will das vielleicht auch nochmal ergänzen. Also gerade dieses Lernen, Klaus, das finde ich ein ganz wichtiges Element. Also wir haben ja gerade schon bei der Konzeption des Fonds ja auch einen anderen Weg beschritten, als man ihn üblicherweise beschreitet. Wir werden das auch bei der Begleitung der Anträge so machen. Also das macht total Sinn, dass man da auch ein bisschen kollaborativer mit umgeht, ja, dass man auch da in ein Gespräch eintritt. Was wollt ihr eigentlich? Was braucht ihr eigentlich? Wie kann sowas vernünftig funktionieren? Weil was ich nicht möchte, ist, dass wir so ein starres Regelwerk haben, wo man dran zerschellt. Ja, und ich möchte keine irreführenden Förderrichtlinien, Erläuterungen irgendwo haben mit FAQs, die keiner versteht. Und was ich möchte, ist eine gute Förderrichtlinie, da bin ich mir sicher, dass sie kommt, weil die wird gut werden. Und dann aber wirklich gemeinsam in so einen Antragsprozess hineinzugehen, frühzeitig zu signalisieren, was könnte gehen, was könnte nicht gehen, einfach damit ihr euch auch eure Ressourcen spart. Ja, und dass man dann auch schneller zu einer geordneten Entscheidung kommt. Und ja, das wird im ersten Jahr heftiger werden, aber honestly, wir haben gehört, es geht über mehrere Jahre und es ist auch so besser, als wenn wir nichts hätten. Also muss ich auch mal sagen, also wir müssen jetzt einfach so reinspringen. Ja, ich meine, das ist halt so ein bisschen die Frage. Also wollen wir es deswegen sein lassen? Also ich eher nicht so. Und deswegen, also lasst uns mal gucken, dass wir das gemeinsam auch wuppen. Wir haben ja jetzt auch in diesem Jahr diesen Prozess gemeinsam gestaltet, hat ja auch super geklappt. Also ich bin nur optimistisch, muss man kollaborativ machen. Vielleicht sind wir am Ende doch viel schneller, als wir das jetzt vermuten und nur einfach zurückhalten, weil wir uns aus Erfahrung klug nicht in Nesseln setzen wollen. Aber das Schöne ist tatsächlich, also wenn das so klappt und der Haushalt so beschlossen wird, dann ist das auch etwas, was man nicht, also zumindest diese 1 Million dann als Grundlage pro Jahr, nicht jedes Jahr wieder neu erkämpfen muss, sondern was dann eben auch, wie es so schön heißt, im Haushälterdeutsch durchgeschrieben wird. Das heißt, wir haben dann in der Tat eine Förderstruktur kontinuierlich aufgesetzt und mit einer Summe, die, wenn man eher in kleinteiligen Projekten experimentiert und so weiter denkt, nicht völlig irrelevant ist, also nicht völlig belanglos ist. Und da sage ich jetzt einfach mal, aber mein Erwartungsmanagement hat es natürlich berufsbedingt über die Jahre so, also ich hätte mir das vor 2, 2,5 Jahren nicht vorstellen können, dass wir an so einem Punkt jetzt schon stehen. Aber das ist meine Wahrnehmung, die muss man nicht teilen. So.